siehst. Du bist tot, wenn du hinsiehst. Ja, ich sehe ja nicht hin, aber... Ich habe auch die Spur verloren jetzt am Boden. Da ist die Spur. Yes. Also leicht machen sie es einem nicht, ne? Die Frage ist das Spiel irgendwann mal vorbei, wenn ich nicht hinsehe? Shut up. Du bist... nichts. Ja, sicherlich. Das musste aber wohl passieren, ne? Das musste wohl passieren, so. Ja, und jetzt? Ich komme ja nur hier nicht wirklich weiter. Aber ich muss ja hier durch. Hä? Ach, guck mal. Ist das aufregend? Musst du das jetzt so? Es greift an, wenn ich es ansehe. Ich hab's ja nicht angesehen. Ich habe es nicht angesehen. Okay, ich muss mich vielleicht hier und da einfach nur ein bisschen sputen. Du kannst dich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, nicht wahr? Mit Sicherheit hat das auch was damit zu tun, dass man diese Gestalt nicht ansehen darf. Die repräsentiert mich selbst, beziehungsweise Alice. Ich darf sie nicht ansehen, weil ich mich selbst nicht mehr... Oh, das ist jetzt interessant. Jetzt könnte ich da rein und da rein. Was ist jetzt hier wieder richtig? Die Spur führt auf jeden Fall... Oh Gott, die Spur führt durch beide Türen. Ach, herrje. Ja. Das ist ja wohl nun nicht richtig. Oh, nee. Ja. Also gehen wir halt da lang, ne? Ach nee, rechts oder links? Da ginge es geradeaus, es ginge aber auch... Nee, da geht es jetzt nicht lang. Da ist eine rote Kiste. Videokassette. Noch eine. Die Ecke. Okay. Also der erste Blair Witch-Film hat zumindest mal mit einer Ecke geendet. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es beim 2016er war.
safe there. In der Ecke werde ich sicher sein. Och. Welche waren das jetzt? Ich glaube die Tür. Oder? Ach. Hier werde ich sicher sein, ja? Also. Oh, guck mal. Ja, wäre auch zu schön gewesen, ne? Also. Ach so, da waren wir ja jetzt schon. Müssen wir nicht nochmal hin. Ne? Also. Es hat sich jetzt unter Beweis gestellt, dass wir in der Ecke nicht sicher sein werden. Wir gehen jetzt einfach mal hier geradeaus. Muss das? Also gut, meine lieben Freunde, es scheint ja irgendwie alles nicht so wirklich zu unserem Vorteil hier zu laufen. Also da geradeaus geht nicht, links Ecke geht nicht. Ich muss mich verstecken. Vielleicht in jener Ecke. Also war das die falsche Ecke, ne? So. Fein. So. Was denn los? Ist doch alles okay? Ich bin doch bei dir. Okay, ich muss in irgendeine Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Nehmen wir mal die. Oder? Ist sie weg? Oder S? Was auch immer? Ja, also... Also wir können von mir aus Feierabend machen. Also ist echt nicht schlimm. Ich bin nicht böse. Hä? Sieht ja komisch aus hier. Zu? Die ist auf. Ist ja geil. Und hier ist auch wieder eine Tür. Hä? Moment. Rechte Tür? Linke Tür. Es ist spiegelverkehrt. Aber ist jetzt wieder rechts oder links richtig? Also wenn es jetzt auch noch solche Sachen gibt, wie von wegen, je länger du durch die falsche Tür gehst, desto länger wird das Spiel nicht zu Ende sein, dann ist das echt kacke. Was? Naja, gehen wir mal dahin. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ich glaube nicht. Also das ist ja alles wunderbar und schön gemacht hier, ne? Also auch sehr atmosphärisch. Ich sag's ja immer wieder. Ist ja alles super gemacht. Aber es muss halt auch alles mal, auch wenn es schön ist, sein Ende haben. Das,
ist so eine Art Naturgesetz. Alles muss einmal sein Ende haben. Was zur Hölle ist jetzt hier denn Fakt, meine lieben Freunde? Das ist ja alles nicht mehr vertretbar. Ja, wenn ich den geringsten Plan, was ich jetzt hier noch, vor allem wie lange ich es machen muss. Ich wollte eigentlich um die Uhrzeit schon etwas länger im Bett liegen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nochmal 4 Stunden an dem Spiel jetzt rumdaddel. Ich kann es ja immer wieder wiederholen. Im Internet stand 3,5 Stunden Spielzeit circa. Ne? Bei mir sind es jetzt über 8. Mag sein, dass ich ein langsamer Spieler bin. Ja, durchaus. Ich bin nicht der schnellste Spieler. Aber trotzdem kann es doch nicht so lange dauern. Okay, ich werde immer wieder darauf fokussiert. Ich kann mich nur minimal gerade bewegen. Ich weiß nämlich, welche Richtung die richtige sein soll. Vorwärts, rückwärts. Jetzt bin ich wieder hier. Oi. Das ist Jess. Nicht wahr? So. Dann kann ich jetzt endlich gehen. Ach Gott. Okay, ja, ist ja alles in Ordnung, soweit. Such filth. Oh, that man lived here. Maybe for years. Der Psycho, oder? Was haben wir denn da? Was soll ich tun? Ich mach's, mir egal, Hauptsache. Du heilige Scheiße. Ja, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Aber es kann noch nicht mehr lange dauern. Es gab aber durchaus schon Spiele, bei denen habe ich das auch mehrere Stunden vor Spielende gedacht, dass sie gleich vorbei wären. Ja, wie soll ich mich jetzt an dem vorbeischleichen, bitte, wenn er da genau im Gang steht? Okay, also ganz einfach vorbei. Der ist gar nicht. Wirklich. Er existiert nur in meinem Kopf. Ich will irgendwelche Spuren auf dem Boden. Muss ich da rein? Nee. Ja, sie treiben es jetzt schon ein kleines bisschen zu weit zum Schluss, ne? Das muss man einfach so sagen. Sie treiben es ein bisschen zu weit. Ein
nicht zu verachtendes bisschen. Treiben Sie es zu weit. Ein nicht zu verachtendes bisschen. Ich wiederhole mich, ich weiß. Oh, hi. Ja, ich muss das ja offensichtlich tun. Ich kann ja nicht anders. Ich komm sonst nicht weiter. Okay, da komme ich nicht durch. Gehe ich halt da. Oh, hi. Ich weiß im Übrigen auch nicht, ob ich das jetzt tun muss, was ich tue. Die Leute immer angucken, bis die verschwinden. Vielleicht kann ich auch einfach so weitergehen. Ich weiß es nicht. Also, da steht jemand auf jeden Fall. Ich komme hier nicht raus. Doch, ich könnte hier lang gehen. Lass ich mal stehen. Mal sehen, was passiert. Moment mal, hier lang komm. Von hier bin ich noch gekommen. Ich erinnere mich an diese Tür, genau. War ja gerade erst vor einer Minute. Wenn mich da jetzt nicht dran erinnern würde, wäre schon schlimm. Also, auf jeden Fall, ja, nicht so einfach. Ich könnte jetzt hier noch... Hier geht's wieder nach unten. What the hell just happened? What was that? Okay, also jetzt kommt mir gerade so der Gedanke, dass ich... The basement. Finally here. Peter. Wir wollten nur in den Keller, ne? Also wir sind ins Haus rein, wir wollten nur in den Keller. Daran muss ich jetzt mal kurz erinnern. Wir wollten eigentlich nur ins Haus und in den Keller. Inzwischen haben wir sämtliche Stockwerke in sämtlichen Stadien ihrer Fertigstellung, glaube ich, gesehen. Und auch in sämtlichen Stadien ihres Verfalls. Ich glaube, wir haben sie alle getötet. Ich glaube... He's not here. What now? Ach, nee, oder? Did you really think you would be that easy, Ellis? Das war doch jetzt nicht leicht. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on, then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Da ist der Schlüssel. Ist klar. Naja. Also jetzt hoffen wir doch endlich mal nach diesem Höllentrip, dass das jetzt mal ein Ende hier hat und dass wir jetzt nicht noch irgendwie hier weiß nicht was alles machen müssen. Denn bei aller Liebe zu Horrorspielen, die ich empfinde, es ist auch irgendwann mal gut. Oh, wieder Schlachtfeld. Da wollten wir jetzt eigentlich nicht hin, ne? Jetzt wieder Wald. Jetzt sind wir raus aus dem Haus. Jetzt sind wir wieder im Schlachtfeld. Also ich mach nichts, das ist wieder komplett Cutscene, alles. Ah ja, das...
No, 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 please, 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 please. Come on, I'm not gonna hurt you. Shush, shush. No, 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 I'm not gonna hurt you. Please. Doch nicht, Jess. Please, 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 please. Shush, 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 shush. Quiet, quiet. I'm so sorry. Sorry. Oh no. You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free. Free. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Bullet. Alice gab sich Wut und Verzweiflung hin, ein endloser Kreislauf. Carver war wiedergeboren. Bullet überlebte trotz seiner schweren Verletzung. Man fand ihn später außerhalb des Hauses der Shannons. Der Hund hat überlebt, das ist doch schon mal gut. Das freut mich jetzt ein bisschen. Jess hat jeglichen Kontakt zu Alice abgebrochen, als sie von seinem Schicksal erfuhr. Sprach sie kein einziges Wort. Peters Schicksal bleibt unbekannt. Die Leiche des Sheriffs liegt an einem unbekannten Ort und wurde nie aus dem Black Hills Forest geborgen. Todd Mackinsons Schwester, Leichnam wurde erst Monate später im Sägewerk von Tappy East Croc gefunden. Er war kaum wiederzuerkennen. Ja, das war alles der Alice, ne? Irgendwie dann doch, glaube ich. Gut. Aber wir haben es geschafft. Nach etwa 8 Stunden, mehr als 8 Stunden Spielzeit. Für ein 3,5-Stunden-Spiel. Ich kann es immer wieder sagen, ich weiß nicht, wer das immer spielt und dann die Spielzeit irgendwie da aufschreibt im Internet. Ich weiß es nicht. Irgendjemand muss das doch da einfach nur so durchzocken mal eben und zack, zack und bumm und immer gleich alles richtig machen. Kann ich nie nachvollziehen. Egal. Auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft. Wie gesagt, nach über 8 Stunden ist, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat auch seine Schwächen gehabt jetzt. Ja, besonders jetzt Richtung Schluss. Dieses sehr, sehr langgezogene, nicht enden wollende, sich endlos anfühlende. Ja. Aber trotzdem, atmosphärisch sehr gut. Werde ich auch bei Gelegenheit wahrscheinlich nochmal spielen, um eventuell ein anderes Ende zu erhaschen. Gut, ich lasse jetzt für euch den Abspann noch ordentlich durchlaufen, so wie sich das gehört. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Daumen nach oben da lassen oder aber ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ein Kommentar ist auch was ganz Feines. Lese ich sehr gerne. Und freue ich mich auch sehr drüber. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.